Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Custom Map und heute bin ich mal wieder in einem Gefängnis. Die Story dazu ist ganz einfach. Ich habe versucht, den größten Diamanten der Welt zu klauen, bin leider gefailt und somit jetzt im Gefängnis. Und ich würde sagen, ich klicke jetzt gleich mal auf Start und dann geht's auch schon los. Da steht noch gleich die kleine Story. Und jetzt wurde ich ins Gefängnis geschickt. Ich bin hier in meiner Zelle. Ich bin jetzt in einer kleinen Zelle und ich kann anscheinend als einziger hier rauslaufen. Ich muss erstmal schauen, was wir hier machen. Also das Ziel ist ganz klar. Ich muss natürlich aus dem Gefängnis ausbrechen. Und auch falls ihr mehr von solchen Custom Maps sehen wollt zu Anfang, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt habe ich hier zwei Sachen. Was ist das hier? Eine Zahnbürste und Toilet Paper. Okay. Ist hier vielleicht irgendwie noch ein Secret in der Zelle? Ich denke mal jetzt erstmal nicht. Ich kann hier ganz normal rauslaufen. Da steht auch Your Cell. Okay, nicht irgendwie ein Name oder so. Einfach deine Zelle steht da. Da ist ein Tor offen. Okay, und das sind auf jeden Fall Sticky Pistons. Ich hab keine Ahnung, ob die wieder runtergehen. Und wir haben hier noch ganz viele verschiedene andere Zellen. Das ist irgendwie so ein Half-Step frei. Keine Ahnung warum. Aber gut, ich glaube mal, muss ich hier irgendwie noch ein Secret oder so finden? Kann ich mir gut vorstellen. Irgendwie unter der Treppe. Nee, da kann nichts versteckt sein. Ich gehe jetzt einfach mal, würde ich sagen, raus und schau mir alle Sachen genauer an. Armory gibt es hier. Es gibt eine Kantine. Exit. Da ist schon der Ausgang anscheinend. Da geht es auch noch irgendwo lang. Und hier gibt es Duschen. Bei der Dusche, da gibt es doch safe irgendwo eine Kiste. Hier gibt es richtig viele. Die versteckt ist oder so. Auch nicht. Hier sind überall Schilder. Steht da irgendwas drauf? Ich denke mal auch nicht. Und da geht es auch nirgendwo raus. Alles ganz genau anschauen. Nicht, dass da irgendwie Glas offen ist oder so. Und da einfach nur so Wasser runterfließt. Und man da rausschwimmen kann. Okay, was ist hier drin? So, da vorne. Ich weiß nicht, was es sein soll. Wir haben hier ein paar Druckplatten. Hä? Was? Ach so, und die teleportiert mich immer wieder nach hinten. Und ich glaube mal, das ist richtig nice gemacht. Das soll ein Laufband sein. Okay, das ist eine echt richtig gute Idee. Das funktioniert nicht immer. So, doch jetzt. Okay, man muss ein bisschen warten. Aber man beginnt hier immer wieder am Anfang. Was ist das hier? Keine Ahnung. Da ist noch irgendwie eine Lücke. Und da unten drunter ist natürlich eine Kiste, die ich nicht öffnen kann. Doch, die kann ich jetzt öffnen. Kann platziert werden auf Purpurblock. Ich weiß nicht, wo. Meinen die den da vorne? Ich denke mal schon. Und da geht es direkt zum Ausgang. Ich laufe mal hier weiter. Und hier geht es aber noch nicht raus. Okay, das hätte ich mir schon fast denken können. Irgendwie, wenn ich hier dagegen laufe, kann ich nichts abbauen. Gar nichts. Dann muss ich nochmal zurück. Und hier war ich auch noch nicht. Da gibt es eine Kiste. 64 Brot. Und hier unten drunter irgendwie vielleicht nochmal ein Secret. Auch nicht. Und da ist eine Tür. Und hier sind auch ein paar andere Falltüren. Irgendwie muss ich da durchkommen, aber ich habe keine Ahnung wie. Kann ich mir echt nicht vorstellen, dass es hier nochmal was versteckt gibt. Und warum sind die anderen Zellen eigentlich nicht auf? Das ist ein bisschen komisch. Aber vielleicht muss ich dann. Ich habe eigentlich alles abgesucht. Doch, da rein. Ich habe jetzt mal die Tür aufgemacht. Es tut mir leid, aber ich hoffe mal, es ist richtig. Zum einen geht es hier hoch in Lüftungsschacht oder so. Und hier geht es auch weiter. Hier sind ganz viele Kisten. Da muss doch in einer Kiste bestimmt was drin sein. TNT kann platziert werden auf Grundgestein. Okay, das war da. Ach so, deswegen war das da random platziert. Hier ist nichts mehr drin. Mal schauen, wo es aber da weitergeht. Und es war, glaube ich, mal bei dem Ausgang. Hier ist einfach nur normaler Lüftungsschacht. Oh nein, und ich glaube mal, das ist ein Labyrinth. Wo komme ich jetzt hier raus, bitte? Hier geht's lang. Ich glaube mal, ich weiß, da ist nochmal eine Kiste. Und ich habe einen Hebel gefunden für den anderen Raum. Okay, und der kann auf den roten Netherziegel platziert werden. Und ich glaube, dass ich jetzt nur noch wieder zurücklaufen muss. Die Frage ist, ich glaube, von da komme ich. Und ich gehe jetzt trotzdem mal in die andere Richtung. Ich glaube, da. Okay, da geht es aber nicht weiter. Gut, dann muss ich doch ganz zurücklaufen. Und dann wieder runter. Gut, zum Glück habe ich jetzt schnell den Weg gefunden. So kompliziert war es jetzt noch nicht. Und ich weiß nicht, soll ich als erstes zum Ausgang oder komm, ich schaue mir nochmal den Raum hier an. Mal schauen, was es hier noch so gibt. Und hier gibt es eine Normal Pickaxe, Fans Pickaxe. Okay, das brauche ich natürlich auch, so ein paar Sachen abzubauen. Eisengitter zum Beispiel. Und wo sind Eisengitter nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. So Spitzhacken gibt es hier auch ganz viele. Kann ich mir auch mal, komm, zwei Stück mit rausnehmen. Reicht auf jeden Fall. Und da drin, das kann ich mir nicht nehmen. Und ich gehe jetzt einfach mal so zum Exit. Mal schauen, was ist mir jetzt. Stimmt, das Ex. Doch, das explodiert direkt. Ich habe mich gerade schon gefragt, ich habe gar kein Feuerzeug. Hier geht es jetzt weiter. Und hierfür brauche ich natürlich auch die Spitzhacke. Zum Glück habe ich den Hebel noch gefunden. Und jetzt bin ich im Außenhof. So, ganz schnell das mal abbauen.
Und hier geht's dann auf Druckplatten. Sieht irgendwie nice aus. You head to the city looking to rob the bank and jewel store. Ach so, okay. Also ich bin jetzt bei der Stadt. Schau jetzt halt mal beim Juwelier vorbei, ob ich da ein bisschen was ausrauben kann. Ich bin mit dem Auto oder mit dem Bus gefahren. Okay. Und da geht's, glaube ich, mal nicht runter. Schade. Im Auto oder im Bus gibt's nichts mehr zu sehen. Und ich kann jetzt erstmal zur Stadt laufen, die da vorne ist. Ja, ich habe es echt geschafft auszubrechen. Das ging jetzt echt schnell. Bow and Arrow. Coffee Land. Und hier gibt es irgendwo so auch ein paar Secrets vielleicht. Hier drin schon mal nicht. Und da drin kann ich mir einen Pfeil und Bogen holen. Kann ich mir jetzt noch nicht besorgen. Wooden Leaves. Das ist einfach komplett zu. Hier gibt es ganz verschiedene, viele verschiedene Türen. Und wo vielleicht irgendwo ein Secret versteckt ist dahinter. Kann auch echt gut sein. Gut, hier eher weniger. Ne, hinter den Türen ist auch gar nichts. Hä, was bringen die Räume bitte? Ich glaube mal, ich muss jetzt echt zum Juwelenstore. Spawnpoint Apartment. Ich glaube mal, da kann ich mal rein. Und das ist hier der Spawnpoint. Geht es irgendwie immer weiter nach oben. Also das scheint so das höchste Gebäude, glaube ich, zu sein. Und jetzt kann ich auch die ganze... Da vorne ist das Gefängnis. Ja, von da aus kann man das sehen. Das sieht echt nicht so groß aus. Hä, wo kann ich... Underpass? Ach so, okay, hier gibt es einen geheimen Weg anscheinend. Mal schauen, wo der mich jetzt hinführt. Temshop. Da kann ich nicht reinlaufen. Wo geht's jetzt weiter? Hier geht es wieder hoch. Ich bin jetzt hier ernsthaft umsonst da rumgelaufen. Okay, jetzt muss ich hier wieder alles zurücklaufen. Jetzt wieder raus. Und Exit Button Door. Shelter 2. The building with no point, maybe. Da ist eine Kiste versteckt. Gut, kann abbauen. Kohleblock. Oh nein, und jetzt muss ich wieder, ich glaube mal, das war die einzige Kiste, zum Underpass gehen. Und da waren Kohleblöcke, die ich abbauen kann. Es geht hier weiter. Wo bin ich jetzt drin? Bin ich in der Bank vielleicht? Ja, das bringt mir aber... Nee, ich weiß nicht, wo ich bin. Da ist eine Kiste. Das bringt mir im Moment gerade... Doch, das sind nochmal Kohleblöcke, die ich aber nicht abbauen kann. Achso, das ist, glaube ich, die falsche Spitzhacke. Man sollte natürlich die passende auswählen. Hier ist eine Kiste mit... Eine Spitzhacke, die einen Diamantblock abbauen kann. Die kann ich echt gut gebrauchen. Und jetzt muss ich aber mal wieder ganz zurücklaufen, leider. Aber das passende Gebäude habe ich immer noch nicht gefunden. Aber da doch, das sind Diamantblöcke. So, und hier ist nochmal eine Kiste. Mit einem Knopf kann platziert werden auf Smaragdblock. Wo waren jetzt nochmal Smaragdblöcke? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Hier gibt es so viele Gebäude. Da oben sind Druckplatten. Ich glaube mal, das sollen Lampen sein. Das ist auch nice. Im Spawnpoint Apartment. Waren da welche? So, da ist der Juwel... Ach so, da ist der Store drin. Da war ich auch schon. Okay, und zwar durch den Underpass, glaube ich. Oder war das das Gebäude? Da gibt es auch noch Eisengitter, wo man runterlaufen kann. Okay, das ist echt... Wie viele Verstecke es hier gibt. Das ist nice gemacht. Alles so ein bisschen verwinkelt. Da ist dann hoffentlich vielleicht auch... Also ich glaube mal, da ist echt nochmal eine Kiste dann versteckt. Ja, hier ist ein ganz normaler Gang. Und mit einem Hebel kann platziert werden auf Endsteinziegel wiederum. Also... Gut, dass es noch so viele andere Items gibt, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich habe eigentlich alles abgesucht, was noch sein kann. Ich habe eine Spitzhacke, glaube ich mal, irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, wo jetzt das ist. Hä? Da ist gerade irgendwie die Bank aufgegangen. Warum auch immer. Das ist irgendwie richtig komisch. Und hier habe ich einen Hebel, den ich da drauf platzieren kann. Okay, das ist krass. Und da geht es noch weiter. Ich habe alles abgesucht. Ich glaube mal, das ist das letzte Gebäude, wo es... überhaupt noch was gibt. Warum? Wo bin ich jetzt gespawnt? Ich bin wieder... Hä? Okay, ach so, da oben. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich glaube mal, ich darf nicht auf die Druckplatten laufen. Aber ich darf jetzt nicht hier drüber laufen. So, das sind Goldblöcke. Ich habe keine Spitzhacke, glaube ich, mit der ich Gold abbauen kann. Da vorne ist aber was. Und hier ist eine Spitzhacke, die Gold abbauen kann. Okay, vielleicht ist hier noch was anderes versteckt. Aber ich denke mal nicht. Ich muss dazu das Gold da oben abbauen. Ich bin wieder in meinem Apartment gespawnt. Und mal schauen, ob ich jetzt endlich raus kann. Ich weiß nicht, wo war das? Da vorne, denke ich mal. Und da ist Finish Map Door. Ich glaube mal, das ist gleich das Ziel. Was ist jetzt hier noch drin? Hier ist ein Smart Block. Und ich glaube mal, da habe ich die Spitzhacke schon bekommen. Oder? Ach so, und jetzt ist der Knopf dazu. Und jetzt bin ich oben. Ja, und habe die Map geschafft. Das war eigentlich eine relativ nice Map. Da sieht man nochmal das Gefängnis. Und da sieht man die Stadt, die gar nicht mal so klein war. Also da gab es echt viele Secrets.
Eine Elytra habe ich auch bekommen. Falls ihr mehr von solchen Maps sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung auschecken. Wie Instagram, Snapchat und so weiter. Bin ich sehr aktiv drauf. Könnt ihr mir gerne folgen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein und ciao.